Ein schlauer Mann hat mal gesagt, in der Kürze liegt die Würze. Ganz treu diesem Motto möchte ich jetzt heute mal ein kleines Form-Update hier präsentieren. Vom Fahrerplatzprojekt VEV, also diese fünf Fahrerarbeitsplätze sind es mittlerweile. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Genau. Jetzt kommt es nämlich. Ich habe nämlich in der letzten Folge, wie ihr ja, wenn ihr sie angesehen habt, auch gehört habt, noch davon gesprochen, gehen wir mal zu meiner Ersatzteilliste hier, habe davon gesprochen, dass mir noch dieser Punkt hier fehlt, die sämtlichen Ersatzteile beim OCM. Genau. So, jetzt war ich also letzte Woche beim OCM und habe ja mal im Ersatzteillager rumstöbern dürfen und bin da, sage ich mal, ja, also einigermaßen fündig geworden, wie man hier unschwer erkennen kann. Das ist nämlich ein O305G-Brett und zwar noch eins, aber ein komplett anderes als das, was ich ja sowieso schon vorhab. Und da seht ihr es jetzt eben liegen auf meiner kleinen erbauten Lötstation, hier für den Zeitraum des Baus. Und das Schöne an dem Ding ist einfach, ich werde es euch gleich mal zeigen, es ist halt so unterschiedlich im Vergleich zu dem O305G hier mit diesen älteren Kontrolllampen und so, aber ich zeige es euch sofort. Auf jeden Fall habe ich das hier mir sichern können, mit sämtlichen Schaltern, Anzeigen und so weiter, und habe dann auch noch mehrere andere Ersatzteile tauschen können. Zum einen sind es Türtaster, sämtliche Türtaster, jetzt mit Schriftzug, die ja sehr selten sind und auch sehr alt. Dann einen richtig, richtig alten Einsatz für einen Bahnblinkschalter, wie er original damals in dem Büssing BS110V drin war, mit Emergency-Aufschrift. Dann ist mittlerweile auch angekommen ein nagelneuer, heller Warnblinkschalter, nagelneu wirklich. Und vom OCM ansonsten zwei Zündschlösser, die ich mir mitgenommen habe, die habe ich dann auch dementsprechend gereinigt, aufpoliert, sodass die wieder richtig schön glänzen. Das sind jetzt original Bosch-Zündschlösser und im Vergleich zu diesem Java-Zündschloss mit diesen drei Schaltstufen, das ja kein original Bus-Zündschloss ist, sind die eben schon original und werden dann auch dementsprechend besonders gut passen. Es ist ja kein großer Unterschied, aber naja, man weiß eben den Unterschied, das ist halt das. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es letztes Mal auch schon der Fall war. Ich habe begonnen, die Anzeigen auseinanderzubauen, bin da gerade drauf und dran, dass ich die wieder nach gewohntem Muster umbaue. Hier sind auch noch ein paar. Zum anderen muss gerade überlegen, was ich noch. Ja, genau, hier hinten ist eine Kiste mit allen möglichen Schaltern, die ich eben auch vom OCM teilweise getauscht habe oder bekommen habe, beziehungsweise vom Herrn Homburg, einem Omnibushändler. Also es sind hier sämtliche, auch alle schon gereinigt, alte Kippschalter. Und da möchte ich nochmal kurz auf den Unterschied eingehen. Die Schalter, die in Mercedes-Benz-Brettern verbaut waren, die hatten durchweg diese Zapfen hier an der Seite, die sich dann so eindrücken und somit dieses Ding dann in der Form halten. Und der markanteste Unterschied ist einfach, wenn ihr hier vom Seitenprofil her drauf schaut, ist die Kappe, die hier rausschaut, relativ, ja, normal, sage ich mal. Den lege ich jetzt einfach mal hier ab. So, und jetzt suchen wir uns mal einen von MAN. Da seht ihr bestimmt auch gleich einen Unterschied. Das ist einer von MAN. So, da ist der größte Unterschied, dass es hier keine solchen Clipser gibt. Die sehen ein bisschen anders aus. Und vor allen Dingen, hier ist so ein weißer Zapfen. Und diese Kappe hier steht doch deutlich weiter raus, wenn man die mal hier eben nebeneinander legt. Ist doch da eigentlich schon ein deutlicher Unterschied zu sehen. Und die sind eben vom Einbaumaß auch geringfügig unterschiedlich, sodass ihr nicht einfach pauschal sagen könnt, naja, ich habe jetzt hier ein MAN bzw. Mercedes und der passt in allen Brettern von allen Herstellern. Also bestimmt passt der rein, aber so wirklich, ja, schön sieht das Ganze dann nicht aus. Genau, also da sind jetzt sämtliche Schalter, mein Gott, alle möglichen Motor, Starter und so weiter. Also alles, was man da braucht für die ganzen Bretter, ist dann doch einiges bei fünf Brettern. Ja, dann mein Schaltschrank hier hat sich, oder Schaltbrett hat sich nichts verändert. Armaturenbrettträger auch noch gleich geblieben. Es sind schon neue Litzen nachbestellt und auch neue Flachsteckhülsen. Flachsteckhülse sind diese hier.
Da habe ich mir schon 250 Stück bestellt. Die sind aber mittlerweile, bis auf diesen kleinen Rest, alle schon wieder aus. Und dann habe ich mir nochmal 200 bestellt. Also es ist ein Wahnsinn, was da drauf geht. Und jetzt habe ich gerade mal das erste Brett verkabelt. Und dazu kommen wir jetzt auch. Das ist nämlich eben das hier. Und dieses Brett ist aus einem O305G, wie ich schon gesagt habe, aber späteren Baujahrs als dieses andere. Das hier kommt jetzt ungefähr so roundabout Baujahr 80. Das werdet ihr dann auch gleich sehen, wenn ich es mal umdrehe. Auf jeden Fall bin ich da jetzt mit der Verkabelung schon fast fertig, wie man sieht. Und das ist jetzt hier meine Strategie quasi. Hier kommen diese ganzen Stecker eben, diese Steckleisten jeweils immer an ein Brett. Hier zu der Tachoöffnung. Hier ist ja schon die Steckleiste für den Büssing, die da bereit liegt. Und jeweils zu der Tachoöffnung kommen dann abschließend diese Steckleisten immer. Und da ist dann eben, da kommt dann das Pendant dazu. Und das liegt im Moment noch da hinten mit diesem Schlauch. Und wird dann Richtung Schaltbrett verbunden. Also das hier soll eben immer so ungefähr auf Tacho-Aussparungshöhe sein, sodass man das ganz bequem dann, weil ich meine, die Tacho-Aussparung bleibt ja frei, wenn das Blech im Träger drin ist, dass man ganz bequem reingreifen kann und die zwei auseinanderstecken kann oder zusammenstecken kann. Es sieht natürlich immer ein bisschen gewirrmäßig aus hier mit den Kabeln, aber es lässt sich nun mal nicht vermeiden. Aber sie sind wirklich sehr stabil verlötet. Ich werde sie dann hier auch am Schluss, wenn ich mit allem fertig bin, nochmal zusammenbinden. Und ansonsten habe ich die Kabel ganz sauber eigentlich verlegen können, dank dieser Klemmen hier. Die heißen, glaube ich, Kabelhalter. Da habe ich mir ein paar bestellt. Ja, und die lassen sich dann doch sehr gut hier einfach so aufschnipsen und dann die Kabel rein, sodass man dann nicht mehr mit Klebeband arbeiten muss, was sich ja unter Umständen lösen kann. Überhaupt habe ich jetzt Wert darauf gelegt, dass da kein Kurzschluss mehr entstehen kann. Dadurch, dass sämtliche Drähte am Stück hier verkabelt sind, da ist nichts zusammengefrickelt oder so oder zusammengelötet, weil die Drähte zu kurz waren, sondern alle Drähte sind wirklich neu. Somit sind auch keine Drähte mehr auf Spannung oder so, sondern die sind alle schön hier verlegt. Und vor allen Dingen die Kabelfarben sind wirklich einheitlich. Alles, was ihr hier seht, ist so untergliedert, dass Blau immer der Ground ist für sämtliche Schalter bzw. Lampen. Wobei ich für die Lampen, weil die 24 Volt Lampen sind und ich den Ground hier, wie ihr seht, durchgebrückt habe und somit eine recht hohe Strommenge drüber fließt, habe ich für diesen Ground eine 0,25 mm Quadratstärke verwendet, für den anderen Ground 0,14, wie auch für alle anderen Drähte, nämlich die Standard-Modellbaulitzen Durchmesser. Dann natürlich hier die ganzen Flachsteckhülsen und ansonsten ist es farblich einfach so, dass grün immer für die Schaltfunktion eines Schalters bzw. Tasters steht und orange für Kontrolllampenschalter oder Schaltfunktion einer Kontrolllampe, die über den Computer gekoppelt ist. Ansonsten gibt es noch die Kontrolllampen, die über Relais gekoppelt sind, die sind dann eben braun und Plus ist der Plus, der vom Trafo kommt, ist rot gehalten. Dann ist noch eine Ausnahme für die Servos. Da ist hier schon ein kleiner Kabelbaum vorgesehen. Die kommen mir dann in diese vier Anzeigen, wovon jetzt eine hier schon ausgebaut ist. Die sind noch nicht umgerüstet, deshalb konnte ich die noch nicht anschließen. Da ist eben dieser Kabelbaum dafür vorgesehen. Und da ist eben ein kleiner Unterschied zu dem restlichen Farbschema, denn die Kabelfarben von den Servos sind ja vorgegeben ab Werk, nämlich dass braun in dem Fall der Ground ist, rot sind 5 Volt und orange ist die Schallfunktion. Genau, aber ansonsten sind die Farben wirklich so einheitlich auch beim Schaltbrett dann gehalten. Und jetzt würde ich sagen, drehe ich das ganze gute Stück mal um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir jetzt beim umgedrehten Brett, im umgedrehten Zustand. Ich werde euch das jetzt mal ganz kurz vorstellen. Und zwar geht es hier los, so sieht das aus. Der größte Unterschied zu dem anderen O305G ist, dass es sich bei dem hier um ein Brett handelt mit den, also das andere Brett hat ja diese runden, schwarzen, alten Kontrolllampen. Die Nachfolgegeneration dieser Lampen und die vorgreifende Generation
zu den normalen VEV2-Kontrolllampen war eben eine Zwischengeneration, die eben auch hier verbaut ist. Und die ist sehr, sehr selten. Die wurde eben, das war eben so die erste Generation der VEV2-Kontrolllampen. Beziehungsweise eben dann noch Ende VEV1. Und da möchte ich euch auch nochmal kurz die Funktionen erklären. Und zwar haben wir hier die Feststellbremse, die sieht bei diesem Symbol noch so aus. Also es gibt auch andere Varianten, aber ich habe diese hier. Dann ist dieses Symbol noch ungeklärt. Wenn ihr Bescheid wisst, gerade die Buskenner unter euch, die auch selbst vielleicht Fahrzeuge haben, wenn ihr Bescheid wisst, was dieses Symbol hier bedeutet, dann bitte, bitte sagt es mir. Ich bin nämlich wirklich auf der Suche nach der Bedeutung. Dieses Symbol hier ist bei mir für die Standheizung. Da kann auch ein Symbol drauf sein, aber es kann auch nur gelb gehalten sein, was jetzt in meinem Fall zutrifft. Hier haben wir eine Gepäckbeleuchtung, die ich aber später nicht in Betrieb nehmen werde, weil es keine vergleichbare Funktion in OMSI gibt. Hier oben ist die Betriebsunfähigkeitslampe. Hier kommt dann die Ölstandsanzeigelampe rein, die mit einem Ölstab, ja, mit so einem markanten Ölstab ausgeführt ist. Ich muss mal gerade schauen, ob ich da noch... habe ich nicht mehr da. Die sieht, wenn ich euch das mal kurz zeigen kann. Ja, es ist so ein ähnlicher Ölstab wie hier, der da drauf ist, mit diesem Öltropfen. Wenn jemand von euch weiß, ob vielleicht oder jemand kennt, der so eine Anzeige hat und sie nicht mehr braucht, also so einen Leuchtmelder, dann bitte, bitte, gebt mir doch den Kontakt oder irgendwie... fragt denjenigen, ob er den verkaufen würde oder so, weil ich da wirklich Interesse dran hätte. Ebenso hier die Batteriekontrolllampe, die da reinkommt, da ist eine Autobatterie mit einem Blitz drin zu sehen. Auch die brauche ich unbedingt noch. Dann haben wir hier die Blinkerkontrolllampe. Hier kommt die Fernlichtskontrolllampe rein, also ein mehr oder weniger dem neuen Symbol ähnelnder Scheinwerfer in weiß auf blauem Grund. Auch den brauche ich noch unbedingt. Hier den Haltewunsch, hier die Türkontrolle hinten, die dann gekoppelt sein wird mit dem zweiten Türtaster, mit der Beleuchtung des zweiten Türtasters. Dann hier eine Blindkappe, hier die Fahrbereitskontrolllampe und hier die Kontrolllampe für die Haltestellenbremse. Eine Kontrolllampe für die dritte Tür quasi. Für die Kinderwagenautomatik habe ich hier extra nicht eingebaut, denn ich habe ja hier drei Türtaster und da sich in OMSI ja nur zwei eigentlich bedienen lassen, ja, habe ich hier eben diese beiden, ja, mit dann dementsprechend Kontrolllampen drin. Beim zweiten zusätzlich die Kontrolllampe gekoppelt mit dieser Kontrolllampe, dass ich da eine doppelt vorhandene Anzeige habe, wenn die Tür offen ist. Und jetzt habe ich hier eben den dritten Türtaster, der sich natürlich bedienen lässt und vor allen Dingen der dann, wenn er leuchtet, die Funktion dieser Kontrolllampe übernimmt, denn dann sagt er mir eben, du, die dritte Tür ist noch offen. Und da sind wir nämlich dann auch schon bei diesen Schaltern hier. Wir haben hier diese Schalterleistenbeschriftung, die ja eigentlich für MAN typisch war, hier aber auch im Mercedes stattgefunden hat und mit einer eher orangen Schrift versehen ist, was auch nicht so oft der Fall ist. Und hier dann drei Schalter für Kinderwagen und da sind wir nämlich jetzt beim Thema. Der Kinderwagen durchgestrichen, das bedeutet so viel wie, wenn ich hier, das sind alles drei, beziehungsweise diese beiden hier, Taster, ja, wenn ich hier betätige, ist es quasi genau die gleiche Funktion, wie wenn ich auf den dritten Türtaster drücke, denn in dem Moment hebe ich die Türautomatik auf und die dritte Tür öffnet sich. Und erst wenn ich den Schalter hier wieder einlege, Türautomatik an, was aber mit dem natürlich dann nicht geht, da kann ich nur ausschalten, da kann ich nur die Tür öffnen. Wenn ich den hier wieder einlege, also wenn ich hier wieder drauf gehe, dann greift die Türautomatik wieder und die Tür schließt sich wieder. Dieser Schalter, den werde ich dann ebenso wie diesen hier verwenden, mit der gleichen Funktion, nur dass er nicht tastet, sondern dass er eben schaltet. Weil es gibt auch andere Busse in OMSI, zum Beispiel ein MAN-SD, die eben mit einem Schalter arbeiten und nicht mit einem Taster. So, dann haben wir hier den Innenlautsprecher, Außenlautsprecher, sprich die Sprechanlage. Also eine Funktion, die es auch beim MAN-SL dann geben wird.
Das sind die Blindkappen von Mercedes-Benz, die haben keine weitere Funktion. Hier dann für die Heizung, Heizungsschalter, hier oben den Wascher, Wischerintervall, Wischer ein-aus, Wischer schnell, die beiden Innenlichtfunktionen, das Zahltischlicht, Nebelscheinwerfer, die Dauerbremse ein-aus bzw. Dauerbremse im Direktmodus. Und hierbei sei gesagt, dass ich den O305G aus OMSI nachstellen möchte, und zwar den Bahnbus-Mod. Und da sind nämlich alle Schalter exakt so angeordnet mit den gleichen Funktionen, wie es hier bei mir der Fall ist. Einzig die Sprechanlage gibt es bei dem Bus so nicht. Die ist da an anderer Stelle verbaut. Und was ich hier ganz unterschlagen habe, Spiegelheizung, die gibt es auch noch. Und ansonsten hat der Bus in OMSI etwas modernere Leuchtmelder und nur zwei Türtaster. Aber ansonsten ist er identisch, was ich auch sehr schön finde, weil man dann eben schön die identischen Funktionen bedienen kann. Und was dem einen oder anderen von euch auch schon aufgefallen ist wahrscheinlich, ist, dass ich dieses Brett gar nicht habe abstrahlen und neu beschichten lassen, denn der Zustand war so auffällig gut eigentlich, dass ich mir gesagt habe, bei diesem einen Brett hier möchte ich gerne einen Originallack erhalten, weil der wirklich sehr, sehr gut ist, und möchte es einfach original belassen. Ich habe es natürlich aufwendig auch gereinigt und alles blitzblank poliert, aber trotzdem möchte ich den Originallack einfach mal, ja, bei diesem einen Brett drauf lassen. Hier die Anzeigen, die werde ich selbstverständlich alle noch auf Servo umbauen und dann auch noch die Ränder lackieren und alles, das ist ja logisch. Diese beiden hier sind schon drin jetzt, die kommen auch noch mal raus, ganz klar. Einmal die Tankanzeige mit dem Kanister, einmal die Kühlwasseranzeige mit dem Kolbenthermometer und hier kommen noch zwei Anzeigen rein, die liegen noch auf meinem Schreibtisch, sind gerade in der Zerlegungsphase. Es ist einmal hier die Kühlwasser- bzw. Getriebe, Öltemperatur, Motortemperatur. Da wäre es auch schön, wenn vielleicht mal jemand Bescheid wüsste, wofür die jetzt genau steht. Ist es die Motortemperatur oder ist es die Getriebeöltemperatur, was ich jetzt wegen diesen beiden Zahnrädern irgendwie vermute? Wäre ganz nett, wenn ihr das wisst, einfach kurz mal einen Kommentar schreiben. Und dann kommt noch die typische Öldruckanzeige hier dazu. Genau. Ansonsten ist nur eine kleine Besonderheit an dem Brett, dass der Warnblinkschalter hier unten positioniert ist und nicht wie üblich eigentlich hier drüben. Was aber wahrscheinlich der Tatsache geschuldet ist, dass hier ein dritter Türtaster noch verbaut ist, was ja auch relativ selten ist. Ansonsten, Leuchtmelder habe ich schon erklärt. Hier ist auch diese kleine Sonnenblende noch charakteristisch für diese frühe Bauart. Und hier haben wir dann Motorstart, Motorstopp, den berühmten Batterietrennschalter, den es auch nur bei dem Brett gibt. Und eine Standheizung. Genau. Die Nebelschlussleuchte habe ich hier mal nicht reingebaut. Ich hätte noch einen Schalter da, aber ich habe gar nicht so große Lust drauf, ehrlich gesagt, weil die in OMSI auch nicht vorhanden ist bei den meisten Bussen. Vielleicht baue ich sie auch noch rein, mal schauen. Es wäre jetzt kein großer Aufwand, denn der Schalter liegt hier hinten bereit. Also von dem her ist es kein großer Aufwand. Und ich bin mit der Verkabelung sowieso noch nicht ganz durch, weil mir einfach noch ein paar Litzen fehlen, auf die muss ich noch warten und von dem her kann ich das jederzeit noch machen. Eine kleine Spezifikation ist auch noch der Gangwahltaster hier, den ich jetzt aber mal ganz kurz nebenan stellen muss, weil ich hier mal ganz kurz das Akkukabel anschließen muss, sonst versiegt mir die Kamera. Die ist nämlich schon wieder kurz vor Akku leer. So, Moment, Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. Genau, der Gangwahltaster hier ist auch noch eine kleine Besonderheit, weil es einfach ein sehr alter Gangwahltaster ist. Man sieht es schön, wenn man hier hinten drauf schaut. Der ist deutlich älter als jetzt zum Beispiel die normalen ZF-Gangwahltaster, die ja auch schon älter sind als die aktuellen. Der hier ist besonders alten Baujahres, so rum, weil er hier bei diesen 1-2 Kappen, da sieht man es recht schön, also es ist wirklich auch wieder so ein Unterschied, der nur bei ganz genauem Hinsehen auffällt. Die Gangwahltasten sind hier bis zum Rand mit diesem Plättchen ausgefüllt, wenn man das so sagen kann. Im Vergleich dazu musste ich hier die Dreierkappe erneuern, weil die kaputt war, die alte. Die R-Kappe, der Einsatz liegt bei mir, den werde ich noch reinkleben, der kommt schon noch rein, keine Angst. Aber man sieht jetzt hier recht schön die 1, die 2 und die
N-Kappe bzw. auch die R-Kappe sind alle original, die 3 nicht. Man sieht hier ganz schön den Unterschied eigentlich. Und ihr werdet lachen, aber auch die Maße sind relativ unterschiedlich von diesen Kappen, auch wenn sie eigentlich gleich aussehen. Habe ich gemerkt, als ich die 3 austauschen musste. Es war wirklich eine Friemelei, die da drauf zu bekommen. Und ich musste da auch ein bisschen den Gangwahltaster bearbeiten. Aber es nützt nichts, weil die Kappe einfach ja so sehr, also so eigentlich überhaupt nicht passt, wenn man jetzt die moderne einfach drauf steckt. So ist es jetzt aber gut, es ist gelungen, es passt und vor allen Dingen, er funktioniert auch, ja, wenn ich jetzt hier schalte zum Beispiel, er funktioniert wunderbar und das ist ja die Hauptsache. Genau, hier haben wir dann noch die Haltestellenbremse, da kommt auch noch dieser Haltestellenbremsengriff drauf, den man so kennt, der übliche. Eine Besonderheit auch hier im Vergleich zu moderneren Fahrzeugen, was ja auch schön ist, dass es eben hier noch nicht vorhanden ist, ist einfach, dass dieses runde Schild außenrum noch nicht vorhanden ist. Und hier haben wir die Türfreigabe, auch einen schönen Kippschalter, der dann natürlich auch in OMSI so bedienbar ist. Genau, das dazu. Mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht verlieren. Falls da noch Fragen bestehen, einfach mal fragen. Ich wollte euch auch nur mal so ein bisschen Einblicke auch in die Elektronik geben. Und einen wichtigen Hinweis noch am Schluss jetzt. Ich habe eine Homepage geschaltet, die demnächst veröffentlicht wird. Da wird es einen, ja, ich glaube, ich werde noch ein kleines Video dazu machen. Auf jeden Fall wird die nicht mehr lange auf sich warten lassen und auf dieser Homepage werdet ihr alles Mögliche nachlesen können. Von einer Vorstellung von diesen Brettern, wo nochmal alles genau erklärt wird, bis hin zu einer Liste von Sachen, die ihr für den Fahrerarbeitsplatzbau braucht oder wo ihr was herbekommt, Bezugsquellen, solche Sachen, wird da eben alles zu sehen sein. Also ich denke auch für den einen oder anderen recht spannend. Dann außerdem noch Bilder, Videos, Erklärungen, also auch andere Bilder von anderen Bussen, rundum eigentlich interessante Infos und auch Erklärungen zu historischeren Themen, also zu den Details, was Leuchtmelder angeht, was Schalter angeht und so weiter. Also das ist, glaube ich, für den einen oder anderen ganz interessant. Meine eigene Homepage ab demnächst. Ich werde da, wie gesagt, nochmal ein kleines Video dazu machen oder in der nächsten Folge es einfließen lassen. Ich wollte jetzt gar nicht zu viel quatschen, obwohl es mir eigentlich schon wieder misslungen ist. Aber ihr seht ja selbst, es ist dann doch immer recht viel Stoff, den man da zusammenkriegt. Und naja, ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen vermitteln und ihr seid auch gespannt, wie es weitergeht. Die anderen Bretter sind jetzt derzeit noch beim Lackieren, das hat doch ein bisschen, oder beim Pulverbeschichten, das hat doch ein bisschen länger gedauert. Der Setra-Fahrerplatz ist auch noch auf dem Weg. Die Spedition macht ein bisschen Probleme, aber er kommt, er ist auf dem Weg. Ich werde jetzt nächste Woche eine Woche Pfingsturlaub einlegen und bin dann danach wieder voll verfügbar quasi. Also wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt oder so, dass ich nicht sofort darauf antworten kann, einfach nicht wundern bitte. Und ansonsten bin ich eben jetzt eine Woche nicht da. Und danach wird dann der Setra-Platz kommen, da wird dann auch einiges nochmal an Video kommen. Ich werde aber nicht allzu viel an dem Setra machen können, weil jetzt einfach mal diese VEV-Geschichten Priorität haben. Und erst wenn ich damit komplett fertig bin, wird sich dann voll auf den Setra konzentriert. Aber die Teile sauber machen und so, glaube ich, ist schon mal eine gute Aufgabe für zwischendurch auch. Genau, so, das war jetzt dann das 5. VEV-Brett und auch das letzte vorerst. Ich habe auch dazu noch ganz kurz gesagt, einen neuen Armaturenträger mir noch bestellt, weil nämlich der standardmäßige, den ich jetzt hier habe, nicht passt, weil ja das Handbremsventil nicht mehr auf dem Armaturenbrett ist und der neuere sieht auch ein bisschen anders aus. Das heißt, ich werde dann auch 2 Armaturenbrettträger zum Wechseln haben. Hört sich jetzt auch wieder umständlich an, ist es aber nicht wirklich, weil dazu sind auch nicht viele Handgriffe nötig, einfach nur den einen abschrauben, den anderen drauf. Von dem her auch keine große Sache, aber dann habe ich den Luxus, sage ich mal, dass ich auch noch ein etwas moderneres Brett mit aufnehmen kann, was aber auch Seltenheitswert hat. Gut, abschließend, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr vielleicht bezüglich der Kontrolllampen oder auch der Anzeigen und so einfach Tipps und Tricks habt, beziehungsweise Leute kennt. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, schöne Pfingsten, die ja jetzt eigentlich schon wieder vorbei sind. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Video.